hat ein Büro bei Sea Burford International Shipping nahe U-Bahn Riding Park. Oben auf dem Gebäude müsste ein Schild sein. Ich habe Roblox mal beim Wrestling gesehen, hat seinem Gegner den Arm gebrochen und dem Ringrichter einen Kopfstoß verpasst. Wenn Roper wirklich was mit dem Mord an Pope und dem Komplott gegen Kate zu tun hat, dann ist er bestimmt kein großer Gegner, sondern ein Kämpfer. Jo, das hört sich an wie ein netter Typ. Hallo erstmal, zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Wow, okay. Wir müssen also jetzt zu Ropeburn und ich würde sagen, dass wir den Fall überleben. Ist ja nicht der Fall von Max Payne. Und rüber hier. Oh, 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 wow. Gut, ich muss zugeben, dass ich mich gar nicht daran erinnert habe, dass dort tatsächlich kein Boden existiert. Aber na gut, ich lebe ja noch. Und vor allem lebt Faith noch. Wie kam man hier hoch? Musste man überhaupt hier hoch? Brauche rote Markierung. Nein, Quatsch. Ich kann mich an einen Schalter erinnern, der hier in der Nähe war. Ja, okay, ich weiß wieder, wo es lang ging. Und zwar ist hier ein toller Schalter. Den möchten wir triggern von der anderen Seite, bitte. Vorsicht, Hochspannung. Der bewegt dieses nette Teil dort. Und da können wir drauf. Wie wir auch auf alles drauf können. Es ist alles besteigbar, was... Ja, es soll alles bestiegen werden, was rot ist. Finde ich es lustig, dass im Musikvideo zum Titelsong von Mirror's Edge die Sängerin ein rotes Kleid anhat. Aber na gut, diskutieren wir nicht länger darüber, sondern rüber hier. Wow, ich lebe noch. War das überhaupt notwendig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich wieder hier rüber muss. Da ist mein Schatten. Sieht hässlich. Sieht aus wie ein Alien. Guckt euch das an. Ja, es war mir jetzt ein bisschen zu riskant, mich da abzurollen. Und kann ich? Yes. Yes, I can. Das ist doch schön. Ich kann sogar hier drüber. Ich bin praktisch Gott. Und da oben ist eine rote... Ach, wie sehr ich diese Teile hasse. Eine rote Schwing-Dings-Bums-Dari. Ne? Wisst schon, was ich meine? Und... Irre ich mich oder wird das total in die Hose gehen? Nein, ich irre mich. Rote Tür! Wow, das wäre ein ziemlich dummer Moment gewesen, wenn ich jetzt verreckt wäre. Hey, das sind Glasscheiben. Ich mag Glas. Kann ich das Glas kaputt hauen? Nein. Schade. Man kann hier einige Gläser kaputt hauen und sich damit Laufwege ersparen, aber dieses Mal ging es wohl nicht. Lalala. Ach, du bist einfach nur so rot. Sehr nett. Hm, einen Moment. Das sieht machbar aus. Aber ist es nicht. Und auch sonst, wir sehen uns gleich nicht wieder, denn hier kann ich dran. Wir sehen uns nie wieder. So. Und jetzt wird's... Okay, da geht es nicht hoch. Wir sehen uns gleich nicht wieder. Da geht... Ich bin ein Idiot. So, was bin ich eigentlich für ein Idiot? Dass ich überhaupt eine Let's Player-Lizenz bekommen habe. Ach ja. Wonder. Oh, oh Gott. Zu dumm, um sich abzurollen, der Junge. Sollte man in die Tonne kloppen. Dieses Zeichen impliziert immer, dass in der Nähe ein Koffer ist, aber ich sammle, wie gesagt, nicht alle Koffer. Ja, das ist sehr interessant, was der da tut. Eigentlich nicht. Was? Was ist gerade passiert? Komm, jetzt mal ernsthaft. Du springst kilometerweit über Straßenzüge. Und willst mir erklären, dass das ein Problem für dich war? Lerne bitte Logik. Danke. Oh ja, ich mag diesen Bereich. Wir befinden uns in einem Lüftungsschacht. Lüftungsschächte sind da, um Lüftung zu schachten. Und dieser hier wird anscheinend seit längerer Zeit nicht mehr benutzt, denn lediglich das Vakuum meines eigenen Gehirnes befindet sich momentan hier. Dort ist... Ich tue, was man mir sagt, das weißt du doch.
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hab's etwas vereinfacht. Und mir sitzen außer dir noch ein paar mehr Leute im Nacken. Naja, und die wollten, dass wir sie den Cops liefern, weißt du? Ja, es sieht also nicht gut aus für dich und deine kleine Gang, klär das mit denen. In ein paar Tagen ist alles vorbei. Die Zeitungen von heute sind das Altpapier von morgen. Ach komm, die Rennerin hält sich nicht lange. Keiner von denen schafft das. Das wertvolle Projekt Icarus wird schon klar gehen. Kein Problem. Jetzt dreh ich gleich durch. Also, wir treffen uns morgen an dem neuen Gebäude in der Reno Street. Um 4, okay? Spinne ich, der Bau ist noch nicht fertig. Sobald du oberhalb der Straße bist, ist alles schön ruhig. Wir sehen uns da. Und bring bloß keine deiner Freunde mit. Sind wir klar? Gut. Wie auch immer, ich brauche jetzt erstmal was zu futtern. Ein Körper wie dieser erhält sich nicht von alleine. Achtet mal darauf, wie schnell der Typ auf der anderen Seite der Leitung gesprochen haben muss. Das ist krank. Z und Orange, yay. Roadburn hat also etwas gewusst. Ich frage mich, mit wem er sich trifft. Komm zurück, wir finden einen Weg, dich auch ohne Einladung da reinzubringen. Okay. Ich habe hier Cops, die auf dem Weg zu dir sind. Du musst irgendwo stillen Alarm ausgelöst haben. Raus da, sofort! Ich weiß nicht, wie ich stillen Alarm ausgelöst habe. Ich war die ganze Zeit ganz ruhig, habe auch nicht rumgeschossen, aber... da oben. Da oben. Eine ganze rote Wand. Da hat jemand keinen Geschmack. Und... River! Was? Ich sehe die verdammten Glasscheiben nicht. Wow, okay, das war eng. Nicht eng, aber knapp. Oh, da hat... Oh, das... ja, da seid ihr aber überaus nett zu mir hier. Da werde ich mich mal bei eurem Vorgesetzten beschweren. Dann bin ich noch schwerer als ohnehin. Noch mehr Kopf. Rauf aufs Dach mit dir. Vergiss nicht, dass du Staatsfeind Nummer 1 bist, Faith. Für die Kunde steht auf deiner Stirn dick und fett Beförderung. Staatsfeind Nummer 1. Okay, raus hier. Hallo. Hallo. Du bist rot. Dann müsste ich nach dir greifen können. Aber ich kann es nicht. Ich hänge mich an Bildern fest und komme nicht mehr runter. So. Du aber. Okay. Ja, die sind überaus nett zu uns. Ich hab schon wieder den Sprung gemacht. Ich weiß es. Ich kann nicht anders. Du hast sie noch nicht abgeschüttelt. 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 Denk dran. Vergesst es. Oh! Ich bin so blöd. Es ist dumm, die zu töten. Dumm, die stirbt. Ich bin wieder blöd. Ah, das war in den Kopf. Also, aber mein Kopf hält sowas ja generell aus. Und deshalb bin ich jetzt auch tot. Muss ich hier irgendwie eine Todesquote erfüllen? Oder wieso sterbe ich in letzter Zeit dauernd? Ich weiß es nicht. Auch Jill, warum nenne ich dich dauernd Jill? Faith, warum denn? Da war doch ein Glas! Das ist so unlogisch. Ein paar Gläser lassen sich zerstören, ein paar aber nicht. Einfach so, weil sie es können. Weil sie es eben nicht können. Öffnet diese Türe, jetzt! Ja, öffnet die Türe. Sie ist nicht offen. Das ist eine optische Täuschung. Waga. Oh, guck weiter Teletubbies und hör auf mich zu blenden. So, das ist gelb.